Hallo und herzlich willkommen heute zu Frag den Kell. Heute das Thema, wie lebst du Kell? Also ich, wie lebe ich Helfer? Und ich habe mir extra dafür einen besonderen Ort ausgesucht. Und zwar im Hintergrund seht ihr den Helferbaum. Nach der Dicke und ähnliches, also nach dem Stamm, müsste man davon ausgehen, dass der um die 500 Jahre ist. Zumindest war das der Stamm, den wir neulich gesehen haben, vor 2 Tagen. Wo man uns erklärt hat, wie ein Olivenbaum aussieht, also ne, ab welcher Dicke und so weiter, wie sieht ein Olivenbaum aus. Aber alles das ist Spaß, das war das Intro. Jetzt kommen wir dazu, wie lebt Helfer, Quatsch, wie lebt Kell Helfer? So, also, ja, diese Frage ist etwas schwierig und auch sehr intim, weil, ne, jetzt mache ich mein Leben, so wie ich das lebe, verbreite ich jetzt im Internet. Also wie ist mein Leben aufgebaut, was mache ich und ja, wie kann ich das leben? Die Sache ist die, ich habe im letzten Mal, habe ich erklärt, dass ich einige Einschränkungen habe und somit ist mein Leben nicht so wie eures. Mein Leben ist insgesamt komplett anders als das von anderen. Daher, ob man mich wirklich als Beispiel nehmen kann dafür, wie man Helfer leben sollte oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber das Erste, was ich mache, ist meistens, ich helfe. Und zwar von morgens bis morgens. Egal wo, egal was, egal wie. Als Beispiel. Ich stehe als allererstes auf und gucke mir meistens die Nachrichten an, die in der Nacht rausgekommen sind, weil irgendwelche Leute Fragen haben, weil da irgendwelche Aussagen gemacht werden, die teilweise stimmen, teilweise nicht. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das in irgendeiner Weise beantworte oder halt mit den Menschen zusammenarbeite, so dass wir zusammen an Lösungen arbeiten können und die Menschen weiterkommen. So. Das heißt, das allererste ist, ja, ich bin im Netz. Früher hatten wir noch andere Leute, die das Ganze bearbeitet haben. Heute haben wir das teilweise nicht mehr. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht, weil das, was andere Leute gesagt haben die Idee von Helfer nicht tatsächlich weitergegeben, sondern was sie gemacht haben ist, sie haben die eigenen Regeln, die sie für sich selbst auferlegt haben, auch auf andere projiziert und damit haben sie das Projekt so ein bisschen in die falsche Richtung gebracht. Jetzt ist es so, dass viele Menschen selbstständig überlegen müssen, was sie tun und nicht. Wenn ich das erledigt habe, was mache ich dann? Meistens kommen danach mehrere Telefonate, wo ich den Leuten dann vor Ort direkt am Telefon helfen kann und möchte. Was gibt es ansonsten? So, als nächstes ist dann die Programmierung. Im Hintergrund ist es so, dass wir sehr lange auf die Programme warten und ich hatte euch versprochen, dass ich sie rausbringe. Jetzt habe ich aufgehört zu warten, dass andere es machen. Jetzt mache ich das selber, also programmiere ich dann die ganze Zeit. Dann gibt es meistens Essen. Also so gegen 12 Uhr, 1 Uhr. Es kommt immer darauf an, wie das ist. Ich habe keinen Ablauf. So, hier in Griechenland ist es teilweise so heiß, dass ich nicht im Wohnmobil leben kann, also muss ich dann raus. Das heißt, ich mache dann dort Sachen, die ich im Außen machen kann. Das heißt, ich helfe Leute vor Ort und. Danach wird weiter programmiert bis in die Nacht. Es werden Gespräche gemacht. Überall Leute, die ich treffe, denen erzähle ich von Helfer. Und versuche dadurch so ein bisschen ein Verständnis für die Idee den Leuten mitzugeben. Das heißt, ich werde eingeladen zu irgendwelchen kleineren Essenssachen, Partys oder egal was. Ne? Vor 2 Tagen durfte ich mir einen Hof angucken. Also was heißt ein Hof? Das war ein Stück Land mitten in einer Großstadt, wo Wald ist. Also mitten in der Großstadt ist ein Stück Land und der will das auch nicht verkaufen, weil er will nicht, dass die Leute daraus noch mehr Hochhäuser bauen, sondern er will diese Natur auch behalten. Da leben Donkeys, also Esel, da leben Pferde und Ponys und zwar in freier Natur. Also die dürfen wirklich frei rumlaufen. So, und das darf ich mir dann angucken. Das heißt, wir reden dann auch über Helfer. Wir gucken nach, was passiert. Dadurch, dass ich immer so sehr, sehr impulsiv und sehr, sehr energetisch auf die Leute einwirke, wissen die Leute natürlich, der Kell macht ja dieses nette Projekt, wo man sich gegenseitig hilft. So, und heute zum Beispiel, heute hat man mir geholfen, meine Tür aufzubauen, das heißt, meine Tür funktioniert jetzt wieder. So, was kostet mich das? Das macht man zum Selbstkostenpreis, beziehungsweise plus einen Aufschlag, den er dann, ne, weil kostenlos für die eigenen Leute und so, aber
wenn andere Leute es zahlen, darf man den normalen Preis haben, machen. Also gucken wir da, dass wir das in irgendeiner Weise hinkriegen. Dasselbe gilt auch, hinten meine Stoßstange ist ein bisschen kaputt. Daraufhin sagte der Typ, okay, das repariere ich dir, das fixe ich dir mal eben so. So, das heißt, ich arbeite für euch, ich lebe mit euch und gleichzeitig kriege ich dann von euch irgendwas geschenkt. Und diese Geschenke, das ist genau das, worauf es ja hinausläuft. Das heißt, gegenseitig versuchen wir uns zu beschenken. So, wie lebe ich sonst meinen Alltag? Ich habe Probleme, meinen Alltag zu bewältigen. Auch das hatte ich gesagt im vorherigen Video. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, zum Beispiel Essen zu machen und ähnliches. Jetzt ist es so, jetzt habe ich eine nette Dame gefunden, die mich unterstützt. So, und die macht meinen Alltag, weil ich kriege das alleine nicht hin. Das ist nicht böse gemeint, das ist auch kein Macho-Gehabe. Ich kriege das ganz ehrlich gesagt nicht hin. So, und dieses Nicht-Hinkriegen, da frage ich einfach, ob man mir helfen kann oder ich muss halt in dem leben, wo ich bin. Aber manchmal trifft man nette Leute und die sagen, pass mal auf, ich kann dich gerne unterstützen. Diese Person braucht auch Hilfe. So, wir machen keinen Tausch. Und das habe ich auch relativ am Anfang auch ganz klar erklärt. Wir machen keinen Tausch. Sie darf auch zum Beispiel bei mir übernachten oder so, also jetzt nicht irgendwie, weil ihr denkt, oh ja, schon wieder. Nee, nee. Da ist, wir leben, also sie darf bei mir übernachten, wenn sie keine Übernachtung findet oder auch jeder Kerl oder egal was, darf bei mir übernachten, auch wenn sie mir nicht helfen. Aber wenn sie mir helfen, wäre das natürlich nett. So, das heißt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir machen zwar dieses, naja, du gibst mir was, ich gebe dir was, aber nur, weil wir zu einer Gemeinschaft werden und weil wir uns gegenseitig unterstützen. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Bedingung ist. So, und dementsprechend versuche ich dann, Step by Step by Step, meinen Alltag auch zu bewältigen. Das heißt, ich kriege Hilfe. Wenn ich mal irgendwo nicht hin kann, werde ich oft gefahren. Jetzt nicht, weil weil ich es teilweise nicht schaffe. Ja, mit einem 8,5 Meter Wohnmobil fährt man nicht mal eben in eine Großstadt rein. So, ne, Parkplatzsituation, auch die engen Kurven und so weiter, das ist halt nichts für ein großes Wohnmobil. Aber wenn ich jemanden kenne, der so nett ist und mich mitnimmt, hey, super, dann haben wir den Weg geschafft, beides zu machen. Das heißt, wie lebe ich Helfer? Ich lebe Helfer wirklich im Alltag. Heißt das, ich bezahle nichts? Doch. Oder andersrum, es kommt drauf an. Gestern zum Beispiel haben wir Essen geschenkt bekommen, ne? Hier eine Tüte Reis, die haben wir geschenkt bekommen. Warum? Er meinte, ja, ja, ich hab's, ihr braucht's, bitte sehr. So, das gibt's. Gehen wir auch einkaufen? Natürlich gehe ich auch einkaufen. Wie bezahle ich das Ganze? Naja, ich habe, dadurch, dass ich halt so viel mache, kriege ich ab und zu mal was auf die Hand oder ich kriege auch aus anderen, ja, sagen wir mal, aus anderen Quellen, bekomme ich auch kleinere, ja, Beträge, die für den Alltag reichen, aber nicht für das alles, was ich mache. Und dafür, dass ich das alles mache, was ich kann oder was ich tue, das kriege ich tatsächlich dadurch, dass ich viele Sachen gar nicht bezahlen muss. So ist es so, dass ich meine Stoßstange, wie gesagt, kostenlos oder zum Minipreis reparieren lasse. Dieser Minipreis, den ich bekomme, würde mich normalerweise 100 bis 200 Euro kosten. Die zahle ich nicht. Auch wenn ich mal mitgenommen werde, nach eine Großstadt, was weiß ich, 20, 30 Kilometer oder so. Oder wenn wir mal in irgendeine schöne Besichtigung gehen und ich kriege das Geschenk, dann ist das alles Sachen, die ich spare. Dadurch, dass ich spare, kann ich auch mit einem wirklich ganz kleinen Einkommen überleben. Und dieses Einkommen, was ich dann habe, das gebe ich natürlich für das aus, was ich brauche im Alltag. Aber durch Helfer minimieren sich meine Kosten. Und jetzt sagt ihr, ja, du versuchst jetzt nur Geld zu sparen und dadurch, nein, nicht ich will Geld sparen. Wir müssen Geld sparen, und zwar alle. Das heißt, die Leute, die einen Hof haben, wenn die den Leuten was zu essen geben, dann ist das positiv für alle. Weil dadurch braucht ihr weniger Geld ausgeben fürs Essen. Ihr habt frisches Gemüse und da ihr es selber macht, wisst ihr, dass es nicht mit Gift bespritzt ist. Andererseits ist es so, dass ihr auch die Kosten reduziert. Jetzt sagt ihr, ja, aber der Bauer, der hat ja auch weniger davon. Das heißt, er macht eure Arbeit. Naja, nicht er macht eure Arbeit, er macht seine Arbeit. Und er hat hoffentlich auch was davon, weil wenn ihr ihm nichts gebt, dann wird er das nicht lange mitmachen. Wenn er nicht davon leben kann, dann kann er euch das nicht weitergeben. Das heißt, ihr verliert Leute in eurem Netzwerk, verliert ihr die.
und dadurch habt ihr weniger. Das heißt, wir müssen genau umgedreht machen. Wir müssen die Leute unterstützen. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Sänger. Für Sänger, Künstler, Leute, die was anderes machen. So, wenn sie leben können, super geil. Wenn sie aber nicht davon leben können, dann ist es wichtig, dass ihr sie so unterstützt, dass sie leben können. Und das mache ich. Ich besorge zum Beispiel den Leuten, die mir helfen, mache ich gute Werbung für die. Ich mache Promotion für die. So, kostenlos. Jetzt sagt ihr, ja, Promotion ist die alte Welt. Und dann sage ich ja und nein. Wenn ihr bei Helfer seid, ist es nicht die alte Welt. Wenn ihr bei Helfer seid, wisst ihr, wo ihr euren Wagen anständig reparieren lassen könnt. Und wenn ihr nicht Helfer seid, dann müsst ihr normal zahlen. Das würdet ihr auch sonst wo machen. Nur die, die ich empfehle, die machen ihre Arbeit gut. So, und das weiß ich, das habe ich getestet. Und die machen es aus dem Herz heraus. Weil keiner würde mir irgendwas kostenlos geben, wenn er weiß, du, das geht eh in 2 Wochen kaputt, dann kommt er schon wieder und dann kriege ich auch noch Ärger. Das heißt, ich mache doch nicht hier umsonst die Arbeit und gehe danach hin und muss noch einmal die Arbeit nochmal machen und kriege auch noch Ärger. Nein, die, die es kostenlos machen, die, die es aus dem Herzen heraus machen, die machen anständige Arbeit. Und das ist genau da, wo wir anfangen hinzugehen. Das heißt, wir verändern unsere Umgebung, wir verändern unser Leben, wir verändern unser Miteinander. Jetzt habe ich natürlich relativ positive Beispiele genannt. Gibt es auch negative Beispiele? Ja, es gibt manchmal verliere ich Sachen, manchmal habe ich einen Unfall, manchmal gibt es verschiedene andere Sachen, die gemacht werden müssen und so weiter. Auch gibt es sehr viel Ärger. Zum Beispiel gab es oder gibt es immer noch Ärger mit einigen Leuten aus Helfer bzw. ehemaligen Helfer, wo ich immer noch negative Nachrichten kriege, die ich verarbeiten muss. Und auch da gilt, mein Helferdasein oder meine Art, wie ich Helfer lebe, ziehe ich auch da vollkommen durch. Offen und ehrlich, so weit wie möglich. Ne? Bitte, das heißt nicht, dass man offen und ehrlich alles im Netz raushauen muss, weil im Netz gucken auch Leute, die euch schaden wollen. Also bitte vorsichtig. Aber offen und ehrlich heißt, dass ich mit den Leuten, mit denen ich tatsächlich zusammen lebe, zusammen arbeite, miteinander, zusammen kommuniziere, dass ich mit denen offen und ehrlich bin. Und das bin ich. So. Und das andere ist, wenn was Negatives auftaucht, dann warne ich meine eigenen Leute. Ganz nach dem Sokrates-Prinzip, ne, sondern die Siebe, die man aussiebt. Egal, ihr versteht schon. So, jedenfalls, die 3 Siebe, ne? Ist das wahr, was du sagst? Hast du das geprüft? Das mache ich. Wenn ich das nicht prüfen kann, dann komme ich zum nächsten Sieb. Wie prüfe ich das? Ich spreche die Leute immer direkt an. Dadurch, dass ich direkt anspreche, kriege ich auch direktes Feedback und weiß direkt, okay, was ist. Und das mache ich meistens hinter dem Rücken aller, sondern ich rede mit der Person direkt und das ist wichtig. Wenn die Person aber nicht mit mir reden will, das heißt, wenn ich nicht auf Wahrheit überprüfen kann, dann muss ich die nächsten Siebe gucken. Ist das gut, was du sagst? Und meistens, gerade im Negativen, ist es vielleicht nicht gut. Dann sage ich, okay, ist nicht gut, aber ich will es ja gut machen. Aus diesem Grund oder der Grund, warum ich also irgendwas verbreite, ist, damit die Information rauskommt. Und die Information ist wichtig. Darüber haben wir auch schon mal einen Frag den Kerl gemacht, wo wir erklärt haben, was der Unterschied zwischen Tratsch und Informieren ist. Könnt ihr nochmal nachgucken. Viel Spaß dabei. So, und das nächste, was wir machen, ist es wichtig, dass ich das höre? Gibt es einen Grund, dass ich trotzdem höre? Also, ne? Und ja, es ist wichtig. Die Wichtigkeit ist, dass du informiert bist, dass du nicht denselben Fehler machst. Das heißt, egal ob es positiv oder negativ ist, egal was wir machen, ich versuche so weit wie möglich ein Vorbild zu sein. Warum? Damit die Menschen tatsächlich anständig abgeholt werden. Und jetzt kann ich bei vielen Sachen ein gutes Vorbild sein, aber einer Sache kann ich es leider nicht. Und das gebe ich auch offen zu. Ich kann nicht wenig reden. Das tut mir leid. Das kann ich. Ich gebe mir echt Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich kann es nicht. Egal. Aber alles andere, da versuche ich wirklich ein anständiges Vorbild zu sein. Warum? Ganz einfach. Wir haben eine Welt, wir haben eine Chance und wir haben nur wenig Zeit, ein schönes Miteinander hinzukriegen. Das wenige Zeit ist unser Leben. Wir müssen anfangen, unser Leben so gut wie möglich zu leben. Und eine Sache, die mir viele sagen, und auch nach diesem Video werde ich das Kommentar bestimmt nochmal hören, du musst einfach etwas weniger machen. Und das sagt mir nicht einer. Also wenn jetzt einer ankommt und sagt, oh ja, der zitiert mich. Ja, ich zitiere dich. Und ich will wirklich nicht schlecht reden, aber auch 100.000 andere. Das sagt mir fast jeder. So, das, was ich mache, ist keine Arbeit. Ich kann nicht arbeiten. Ich kann wirklich nicht mehr arbeiten.
das, was ich mache, das ist im Endeffekt, ist es ein mein Überleben sichern und euer Überleben sichern. Es wäre ja auch nicht eine Arbeit, wenn ich sagen würde, bitte kocht und putzt euch und macht. Das würde ich auch sagen, es ist keine Arbeit. Und da sage ich, habt ihr recht, es ist keine Arbeit. Das ist ein Alltag und den muss man machen. Und mein Alltag ist, ich kann meinen Alltag nicht selbst bewältigen. Ich kann auch nicht zum Beispiel, und das kann ich nicht, ich habe Probleme mit Terminverwaltung und so weiter. Ich habe richtige Probleme, nicht ein bisschen. Aber ich suche Leute, die mich unterstützen, dass wir genau diese Termine hinkriegen und dass wir das schaffen, was wir machen. Nur zusammen werden wir Sachen schaffen. Und das sage ich auch immer wieder. Das ist auch immer mein Schlusssatz und meine Idee. Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Gut, all das ist jetzt das, was mein Leben ist. Ich habe bestimmt viele Aspekte vergessen, die vielleicht sehr interessant sind und die vielleicht auch in diesen Beitrag gehören. Aber aus diesem Grund haben wir ja auch Leute zugeschaltet, die zuhören und die uns sagen können, was wir wie machen und warum. Und wir lassen sie jetzt mal dran, dann schalte ich die Leute auch mal frei und sage, bitte sehr, ihr seid jetzt online. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen oder habe ich irgendwas vergessen, was ich vielleicht erklären könnte, was mir wichtig ist oder was ich mache, wie ich dadurch meinen Alltag etwas, ja, den Leuten etwas verständlicher machen kann? Bitte sehr. Wie sieht es denn aus mit der Motivation? Also viele Menschen haben ja in der, ich sag mal, in der alten Welt die Motivation irgendwie, zum Beispiel ein Gehalt oder so, um dann zum Beispiel sich ein Haus kaufen zu können, eine schöne Villa, ein Schiff oder was auch immer. Das ist ja bei dir nicht der Fall. Wo nimmst du denn deine Motivation her, deine Energie, die Kraft, jeden Tag wieder zu starten? Weil das ist ja, du bist ja, in gewisser Weise relativ losgelöst verglichen mit Menschen, die irgendwo sich verbunden fühlen oder verwurzelt fühlen in einer Arbeit, in einem in Anführungszeichen geregelten Leben. Es ist bei mir so, und das ist auch aktuell der Fall, fragt man mich heute, ob wir morgen irgendwas machen, sage ich meistens, keine Ahnung. Warum? Weil ich keine Ahnung habe. Ich lebe in den Tag rein, das muss ich auch. Ich würde und ich bin in der Vergangenheit auch kaputt gegangen daran, dass alles geregelt ist und gemacht wurde. Ich kann das nicht. Das heißt, ich hole nicht meine Kraft daraus über das, was die Leute definieren im Außen, sondern was ich mache ist, ich drehe den Spieß ein bisschen um. Ich versuche zu leben. Und jetzt ist die Frage, was ist meine Motivation? Das war ja die Frage. Was ist meine Motivation, diese Kraft, ne, die ich habe, dass ich die auch dafür nutze, um anderen Menschen irgendwie mal weiterzubringen oder eben nicht, oder keine Ahnung, die Idee mal weiterzubringen. Viele Leute glauben, Ansehen ist wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es sogar viel lieber, wenn man mich nicht kennen würde und wenn ich in irgendwo in einem Strand oder irgendwo meinen Lebensabend, in Anführungszeichen bitte, verbringen könnte. Das wäre mir viel lieber, als wenn ich durch die Gegend hoppe die ganze Zeit und versuche, mein Gesicht in irgendeine Kamera zu halten und irgendwas zu machen. Das mag ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Es klingt paradox, aber das ist tatsächlich so. Ich mache diese Aufgabe, weil ich sie muss, nicht weil ich es möchte. Aber, und jetzt kommt's, was motiviert mich denn dazu, dann in diese Richtung zu gehen? Einmal ist es Liebe. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist so. Jetzt stellt euch mal vor, ich nehme mal eine Extremsituation. Stellt euch mal vor, ihr sitzt irgendwo, ihr wollt ein schönes Eis essen oder so, ne? Vegan am besten. Quatsch, nur Spaß. Aber ihr wollt irgendwo ein schönes Eis essen. Ihr fühlt euch wohl. Und neben euch werden dann, weiß ich nicht, Leute mit einer Peitsche ausgepeitscht und werden versucht, nach vorne getrieben zu werden. Und denen geht schlecht und die heulen und keine Ahnung. Fühlt ihr euch da wohl? Ich nicht. Das heißt, diese Idee, und das ist das, was ich spüre, ich kriege die Welt etwas anders mit als andere. Aber wenn es Leuten nicht gut geht, ich rede nicht davon, dass sie nicht lachen oder so. Obwohl das auch schon weg ist, hatte ich heute eine kleine Diskussion mit einem Griechen, der meinte, was sie uns wegnehmen, ist das Lachen. Und deswegen geht die Zivilgesellschaft zugrunde. Aber zurück zum Thema. Wenn die Leute, wenn es denen immer schlechter geht und wenn ich sehe, dass die Probleme auf sie zukommen, dann kann ich nicht daneben stehen und sagen,
Naja, viel Spaß. Mir tut es innerlich weh. Und diese Schmerzen, die möchte ich nicht. Ich möchte sie nicht für mich, ich möchte sie nicht für andere. Jetzt kann man sagen, ja, du übernimmst ein Mandat für Leute, die dir keinen Auftrag gegeben haben. Und dann sage ich, nein, das stimmt auch nicht. Weil ich übernehme nichts von den Leuten, was sie mir nicht in Auftrag geben. Wie gibt man mir den Auftrag? Den Auftrag gibt man mir, indem man sagt, du, mir geht's schlecht. Und dann sage ich, ja, möchtest du, dass ich helfe oder nicht? Und wenn die sagen, ja, dann helfe ich. Und wenn die sagen, nein, lass das, das ist meine Sache, dann sage ich, ist okay. Man muss die Menschen respektieren. Und Respekt ist ein Teil der Liebe. Und ich rede jetzt nicht von Respekt, ja, hi, ne, oder so, oder ja, Sir. Ne, das ist nicht Respekt. So, das ist Unterwürfigkeit. Nee, ich rede von richtigem Respekt. Respekt ist für mich, wenn ich die Menschen als Person sehe, und zwar vollkommen. Wenn ich die Person sehe, wie sie ist. So, und wenn ich dann auf sie zugehe und sage, hey, ich weiß, wie du bist, vielleicht kann ich dir helfen. Weil aus meiner Sicht ist dein Problem nichts. Jetzt sagt man, haha, arrogant. Nein, ich meine das nicht arrogant, ich meine das umgekehrt. Weil für mich sind eure Probleme nichts, aber meine Probleme sind unlösbar. Aber die sind für euch kein Problem. Weil meine Art zu denken führt mich in meine Problematiken und eure Art zu denken führt euch zu euren Problematiken. Das heißt, für mich sind eure Problematiken wenig, weil ich ganz anders denke. Und wenn ich ganz anders denke, werde ich die Problemlösung ganz anders angehen. Dadurch schaffe ich es, die zu lösen. Ihr schafft meine Probleme einfacher zu lösen, weil eure Art zu denken anders ist und die führen nicht dazu, dass ihr die Probleme habt, wie ich sie habe. Und so können wir uns gegenseitig unterstützen. So, und dadurch entsteht ein wohlwolliges Gefühl in einem. Jetzt kann man sagen, siehst du, das ist Egoismus, was du machst, weil du hilfst anderen, damit es dir besser geht. Und dann sage ich, nein, wenn das der Grund wäre, würdest du recht haben. Aber Egoismus ist nicht definiert dadurch, dass man auch nicht mal was Positives zurückkriegt, sondern der Grund, warum man es macht. Und der Grund, warum ich es mache, ist Liebe. Ich möchte, dass es den Menschen besser geht. Und jeder, der mich mitbekommen hat, der weiß, ich scheue auch keinen Kampf oder auch nicht mal mich für jemanden einzusetzen, auch wenn ich dadurch mein Gesicht verliere. Ich scheue es nicht, mich für Menschen in Situationen reinzubringen, die mir schlecht tun. Und dann weiß man, ja gut, das hat dir mehr geschadet als geholfen. Und dann sage ich, ja, aber der Person hat es geholfen. Das bedeutet, meine Motivation ist tatsächlich die Liebe. Und auch wenn jemand sagt, ja, aber deine Motivation jetzt zum Beispiel mit den Leuten aus dem Norden, mit den Leuten aus dem Süden, mit denen sich anzulegen, das kann doch nicht Liebe sein. Und dann sage ich, doch, auch das ist Liebe. Die Liebe ist einmal zu den Leuten. Ich versuche so fair wie möglich und anständig zu sein. Ich habe innerlich, habe ich mehrere für mich Regeln, wie ich mit Menschen umgehe. Ich sage sie nur mal ganz kurz nochmal. Das ist im Ernst. Wenn man sagt im Ernst bei mir, dann wird danach genau das getan, was im Ernst ist. Außer es wird ausgenutzt. Das hat jetzt nichts mit irgendwie, keine Ahnung, irgendein Spielchen zu tun, sondern hier geht es um ernste Situationen und man kann ja immer wieder Witze machen. Ich kann mich zum Beispiel über andere lustig machen oder ich mache mich über mich lustig oder andere machen sich über mich lustig. Aber wenn man dann sagt, du im Ernst, bitte, jetzt reicht's, dann hat man zum Beispiel eine Grenze übergangen, die man vorher nicht gesehen hat und das muss man irgendwie mitteilen können. Und das muss außerhalb jeglicher Spaß oder irgendwas sein, sondern wenn man sagt, im Ernst, ist es auch sofort umzusetzen. Im Ernst, hör bitte auf, ich kann es nicht ertragen mehr. Okay, stopp, tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung. Und das sage ich auch. So, wenn man aber so im Reinen mit sich und mit anderen ist, dann kann man viel besser leben. Jetzt kommt aber das ganze Internetgesöcks und da sind Missverständnisse, da gibt es Shitstorm, nicht natürlich, sondern übermäßig. Und das halte auch ich kaum aus. Auch das, da gehe ich auch ein bisschen kaputt. Aber egal, ich werde trotzdem mein Bestes versuchen, für die Menschen da zu sein. Und ein letztes dazu. Ich spoilere jetzt mal bitte. Wir werden alle sterben. Das werden wir. Viele Leute wollen das nicht einsehen. Na, nö, ich werde leben. Ja, okay, dann hast du es noch nicht kapiert. Mach mal. Wir werden aber alle sterben. Die Frage ist also nicht, ob wir sterben werden, sondern wie wir leben wollen. Und das ist eine Philosophie, die ich in mir drinne trage. Die habe ich auch irgendwann auf der Bühne irgendwann gesagt und seitdem wiederhole ich das auch. Die Frage ist, wie wir leben wollen. Und ich versuche, das Beste aus unserem Leben rauszuholen, aber nicht für mich. Weil es hilft nichts, wenn es mir gut geht und ich sehe, wie andere Leute, ja, wie die leiden. Das kann ich nicht. Ist nicht meins.
Also versuche ich, mich und meiner Umgebung zu helfen. Und stellt euch vor, ihr seid im Wald und da ist Müll auf dem Boden. Jeder, der daran vorbeigeht, wird sich eine halbe Minute lang aufregen, was für ein Müll hier rumliegt. Und wenn 20 Leute daran vorbeigehen, dann wären 20 Minuten oder 20 mal halbe Minute wäre 10 Minuten, wird sich darüber aufgeregt. Das ist 20 oder 10 Minuten negative Energie. Wenn aber diese 20 Leute, wenn einer von denen das am Anfang aufgehoben hätte und weggeworfen hätte, was unter einer halben Sekunde ist, oder ein, zwei Sekunden ist, aber unter einer halben Minute, dann wäre für alle der Tag viel besser gewesen. Und was ich mache ist, ich räume einfach nur auf. Ich versuche es. Und ich wünsche mir, dass die Leute mithelfen, weil ich bin irgendwann mal nicht mehr in der Lage dazu. Es ist wirklich viel. Und ich gehe daran kaputt, ich gehe sogar noch mehr daran kaputt. Ja, das spüre ich auch manchmal. Es hilft aber nichts mehr zu sagen, hör auf damit. Es hilft eher zu sagen, ich kann dich unterstützen, dass wir eine bessere Welt schaffen. Weil wenn wir das haben, dann brauche ich das nicht mehr machen. Dann machen wir das zusammen. Also nicht ihr macht das dann, sondern wir machen es zusammen. Und nur zusammen schaffen wir Frieden. Habe ich damit deine Frage oder ein bisschen geklärt? Bin ja kurz darauf eingegangen. Ja, also ich habe ja da schon so mein Bild, aber es gibt ja viele Menschen, die da doch viele Fragen haben. Also das eine Mischung aus intrinsischer Motivation, das ist dir wichtig, und extrinsisch, du kannst sozusagen das Leid nicht ertragen und möchtest das Leid lindern. So habe ich das richtig verstanden. Ja. Ja und nein. Okay. Also, es ist eigentlich eine intrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation ist die Liebe. Wenn ich dich liebe, dann heißt das nicht, dass ich mit dir zusammenziehen will, dass ich mit dir Sex haben will oder ähnliches. Wenn ich dich liebe, bedeutet das, dass ich dich akzeptiere, wie du bist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich tolerant dir gegenüber bin. Das heißt, auch Sachen, die nicht für mich sind, die akzeptiere ich genauso. Das heißt auch, ich sehe dich. Das heißt aber auch, dass ich mit dir mitfühle. Und wenn es dir schlecht geht oder wenn ich sehe, ne, jeder, der Kinder hat, ja, und die rennen auf einen Abgrund zu, der wird die Kinder davon abhalten, dass sie weiter rennen. So, jetzt kann man nicht sagen, der Grund, warum du jetzt den Kindern hilfst, ist ein extrinsischer. Nein, das ist meine Tat, die ist extrinsisch. Also ne, die geht nach außen hin und versucht anderen Leuten ein bisschen aufzuhalten. Aber der Grund, warum ich mache, der ist intrinsisch. Der kommt von innen. Weil ich möchte ja nicht, dass es dir gut schlecht geht. Ich spüre es mit. Und ja, das Gefühl kommt von außen, aber das ist eine Verbundenheit. Eine Verbundenheit, die man in natürlichem Wege schwerer hinkriegt. Magst du noch was dazu sagen? Nö, das ist... danke für die Ausführung, dass... ja, ist nochmal für manche vielleicht auch nochmal ein bisschen neu. Das Wort Liebe, was ja so bedeutungsschwanger manchmal ist mit zahllosen Bedeutungsnuancen, jetzt mal in einem recht globalen Zusammenhang zu hören. Das ist ja so ein Stück, die Liebe, die ja auch in verschiedenen Religionen angesprochen wird, nur dass du dich da nicht auf irgendeine Idee einer übergeordneten Instanz fokussierst, sondern liebst eben die Menschen, du liebst das Leben, du klammerst ja dabei keine Tiere und Pflanzen aus. Genau, also so weit wie möglich. wir kommen, also natürlich passt das auch zum Thema. Dann kommen wir aber jetzt zu einer Weltansicht. Eine Weltansicht, die ich habe. Ich persönlich, ich glaube an einen Gott. Aber das kann jeder selbst entscheiden. Ich persönlich bin nicht so der Reinkarnationsmensch und so weiter. Aber so, es ist mir aber eine Sache wichtig. Mir ist das, alles andere ist mir egal. Ja? So, jeder darf glauben, was er will. Weil das ist genau das die Idee des Glaubens. Das heißt Glaube und nicht beweisen. Jeder darf seine Philosophie haben und es ist wichtig, dass er sie hat. Weil nur dadurch, dass wir verschiedene Philosophien haben, können wir uns auch weiterentwickeln.
Aber man kann zum Beispiel, ich werde jetzt mal nur ein bisschen religiös, hoffen, nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Jesus das so dogmatisch gesagt hat oder ob es vielleicht nicht eine Erklärung war, als er sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht als Anweisung, sondern als, das kannst du machen. Weil das ist wichtig. Ne? Man hat ihn nämlich gefragt, wie komme ich in den Himmel? Und die Frage ist, ne, wenn man gerade mit Psychologie ein bisschen sich auseinandersetzt und ähnliches, ist ja die Sprache immer eine sehr verworrene Sache. Und die Sprache der Bibel, nur als Beispiel, die ist über 2000 Jahre alt. Ne? Jesus, Pi mal Daumen. Plus die Alte Testament nochmal weitere 2.000 bis 4.000 Jahre. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Probleme zu sagen, okay, du kannst das 1:1 dogmatisch übersetzen. Ja, du kannst nicht jedes Wort einzeln machen. Aber jede andere Religion, bitte, ist auch genauso okay. Ich werde da nicht sagen, dass es so ist. Ich will das nur als Beispiel nehmen, um zu verstehen, was das ist. Weil es gab viele Lehrmeister. Es gibt genug Buddhas, die uns viel gezeigt haben. Es gibt Mohammed, der uns auch vielleicht was gezeigt hat. Und es gibt Gandhi, der nicht als Sekte oder als Gott oder als Prophet verehrt wird, ne, der uns auch was gesagt hat. Also es gibt viele leuchtende Menschen, ja, einige nennen sie zum Beispiel Meister, die der Menschheit wirklich Licht gespendet haben und die was Intelligentes gesagt haben. Und dieses Intelligente, das kommt nicht von irgendwo her. Das ist nicht einfach nur, ich sitze mal da und denke mir irgendeinen Blödsinn aus und schreibe den auf, sondern die Menschen fühlen das meistens. Sie leben das meistens, auch wenn es vielleicht nicht direkt umsetzen. Aber sie leben es in sich, sie haben es mal gespürt. Und ich denke, dass das, was ich gerade gesagt habe, der eine Teil, dass der von Jesus nicht als, naja, in den Himmel, jeder denkt, naja, Himmel, das da oben ist Himmel, gut, ich komme da hin. Jetzt wissen wir, dass hinter dem Himmel ein Universum ist. Komme ich dann in den Himmel, wo ist der dazwischen? Ich glaube noch nicht mal, dass es darum geht. Man kann sich die Himmel und den Hölle selber machen. Und wenn man seinen Nächsten wie sich selbst liebt und wenn jeder das machen würde, dann würden wir quasi im Paradies wieder leben. Ja, ich zeige wieder mal ein bisschen den Baum. Paradies leben. Das ist das Paradies. Das ist Einklang mit der Natur, mit allem. Wir würden uns nicht mehr wehtun. Nicht mehr aus Ego-Gründen handeln. Weil wenn man seinen Nächsten liebt, wie sich selbst, dann bedeutet das, dass man eine Verbundenheit hat. Und niemand möchte sich selber oder auch anderen kaputt machen. Man lebt also in Verbundenheit mit allem. Und ich persönlich sehe das auch so, und jetzt kommen wir raus aus der Religion, ich persönlich sehe das so. Für mich ist alles ein Kreislauf. Ja, man hat Hunger und man ist satt. Man hat Hunger und man ist satt. Ebenso hat man verschiedene andere Kreisläufe, die man in Gang bringt oder bringen kann, wie zum Beispiel die Sexualität. Manchmal hat man Lust, manchmal nicht. Manchmal hat man Lust, manchmal nicht. So, und jetzt kommt's. Jeder Kreislauf, den man hat, und es gibt viele, ne? Müde, wach sein, jeder Kreislauf hemmt oder motiviert einen anderen Kreislauf oder mehrere Kreisläufe. Ne, wenn man Hunger hat, hat man keine Lust auf Sex. Ist auch natürlich von der Natur so gemacht, ne, wenn es eine Hungersnot gibt, dann will man sich nicht reproduzieren. Gibt es keine Hungernot, will man sich reproduzieren und so weiter. Also es gibt verschiedene Sachen, die alles miteinander eine Rolle spielen. So, und das alles, wenn man die ganzen Attribute, also die ganzen Kreisläufe innerhalb eines Menschen nimmt und die alle zusammennimmt, dann hat man auf einmal auch einen Riesenkreislauf. Und das ist man, das nennen wir dann Ego, also das ist ein Teil von uns. Aber wie ich gesagt habe, ist jeder Kreislauf motiviert oder hemmt auch andere Kreisläufe. Das heißt, wir sind auch alle miteinander verbunden. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich das auf Menschen einschränke, nein, das geht auch den Tieren so. Jetzt stellt euch mal vor, alle Pflanzen und alle Tiere wären tot. Wir Menschen könnten nicht überleben. Wir sind alle miteinander verbunden. Und je besser es unserer Umgebung geht, desto besser geht es auch uns. Wir sollten aber nicht wegen uns das Ganze machen, sondern wegen allem. Nur zusammen werden wir es schaffen. So, und das ist halt meine Sichtweise auf die Welt. Ich versuche, die Kreisläufe, wo ich hingehe, die Kreisläufe zu verstehen. Und diese Kreisläufe versuche ich dann in irgendeiner Weise umzusetzen. Und jetzt denkt jeder, ja gut, ein Kreislauf, ne, Hunger, nicht Hunger, Hunger, nicht Hunger, das ist aber zweidimensional. Wir leben aber in einer dreidimensionalen Welt. Das heißt, dieser Kreis, der kann sich auch in die Tiefe drehen. Dann dreht er sich immer noch. Dann kann er aber zum Beispiel nur bei Hunger bleiben. Dann haben wir eine Krankheit. Dann wird das auf irgendwann, kurz oder lang, wird es dazu führen, dass wir kaputt gehen. Oder wir haben nur keinen Hunger.
geht nicht. Was ich dann mache, ist, ich versuche diese Kreisläufe zu verstehen. Und wenn ich da Probleme da drin sehe, innerhalb dieser Kreisläufe, dann versuche ich diese Kreisläufe aufzulösen. Aufzulösen, damit man wieder in den natürlichen Kreislauf reingeht. Aber das mache ich nur dann, wenn es ein Okay gibt. Das ist meine Sichtweise auf die Welt. Und wenn ich jetzt mich mit jemandem streite, was mache ich dann? Dann gehe ich hin und sage, okay, der Kreislauf ist nicht okay. Ich drehe den. Und bei jeder Veränderung brauchst du Energie. Natürlich kannst du es durch Motivation machen. Das versuche ich auch meistens. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und manchmal durch Hemmung. Dass ich sage, okay, ich hemme jetzt das, versuche das andere Seite zu machen. Stellt euch vor, ihr seid mit dem Auto unterwegs und da vorne ist eine Kurve. So, wenn ihr das Lenkrad dreht, dann möchte das Auto immer noch geradeaus gehen, weil eure Kraft ist nach vorne gerichtet. Ihr dreht aber das Lenkrad, das heißt, die Räder müssen eine gewisse Kraft aushalten, um den Wagen zu drehen. Das möchte der Wagen aber nicht, der möchte in eine Richtung. Aus dem Grund entstehen Fliehkräfte und jeder weiß das. Man wird dann zu seinem Nachbarn gedrückt. Das sind die Fliehkräfte, ich möchte noch geradeaus, aber der Wagen geht weg. So, und irgendwann mal hat man es geschafft, den Wagen in eine neue Richtung zu drehen und danach ist wieder angenehm. Viele Leute missverstehen das und denken, naja, er versucht uns irgendwie kaputt zu machen oder ähnliches. Nein, ich versuche gar nichts. Jeder darf leben, wie er will. Ihr dürft auch andere Menschen ausnutzen, ihr dürft alle Menschen kaputt machen. Ihr dürft es. Aber wenn die Menschen nach Hilfe fragen, dann wundert euch nicht, wenn ich dann eingreife. Weil dann werde ich eingreifen. Und das tue ich auch. Meine Aufgabe sehe ich darin, wirklich zu helfen, zu unterstützen. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte. Und zusammen werden wir es schaffen, die Welt zu verändern. Zusammen werden wir es schaffen, diese kleinen Kreisläufe in eine neue Bahn zu lenken. In eine Bahn, die nicht meine entspricht, sondern unserer. Jeder darf, wenn eine Rechtskurve da ist, darf jeder, oder eine Linkskurve da ist, darf jeder in die linke Richtung. Trotzdem müssen wir nicht dasselbe Ziel haben, aber wir sollten innerhalb der Bahn bleiben. So, dass keiner sich verletzt. Weil wenn wir zu schnell sind und wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir außerhalb aus der Bahn geworfen und dadurch entstehen halt Probleme. Und das ist das einfaches Beispiel, einfaches Modell, was ich versuche, ja, damit ein bisschen die Welt zu erklären, wie sie funktioniert. Und je mehr man von diesen Kreisläufen verstanden hat, desto mehr wird man automatisch versuchen, für sich und für andere die Welt besser zu machen. Das nur mal so dazu. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen oder Ideen? Ja, ich wollte nur mal Danke sagen, dass du die Motivation erklärt hast, also deine Motivation, weil das ich wahnsinnig interessant finde. Also auch so dieses, so wie es Jesus halt gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also dieses, ich fand es einfach interessant, das von dir zu hören. Also so wie ich es jetzt interpretiere, ja immer. Danke. Vielen Dank, danke für das Feedback. Ja, ich glaube, wenn wir die Bibel nicht dogmatisch sehen würden und wenn wir auch mehr zulassen würden, dass wir Verständnis haben, ich glaube, dann würden wir eine viel bessere Welt haben. Aber dieses Dogmatische, auch bei Helfer, auch bei vielen anderen Gruppierungen, wenn wir dieses Dogmatische in den Vordergrund stellen, nicht mehr auf den Menschen achten, dann werden wir es nicht schaffen. Die Regeln sind für die Menschen da, das ist ganz wichtig. Die Regeln sind für die Menschen da, nicht die Menschen für die Regeln. Eine Regel sollte nicht als Selbstzweck zum Selbstzweck dienen. Eine Regel sollte dem Menschen dienen. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir das irgendwann verstehen werden. Und bei Helfer haben wir eine Basis, das sind die 4+1 Regeln. Die sind dafür da, dass wir das Denken verändern. Nicht, dass wir die Menschen kaputt machen. Und im allerschlimmsten Fall, wenn es um Leben und Tod geht, dürfen auch diese Regeln gebrochen werden. Müssen sogar. Weil es nicht um die Regeln geht, sondern um den Menschen. Aber bitte, jetzt nicht wegen jedem Blödsinn die Regeln brechen und sagen, oh, die sind nur da, um gebrochen zu werden. Nein. Regeln sind nicht da, um gebrochen zu werden. Regeln sind dafür da, dass wenn man in eine Situation kommt, in der man sich selber nicht mehr halten kann, dass sie ähnlich wie ein Geländer dafür da sind,
dass wir uns daran festhalten können und sagen können, okay, ich schaffe es jetzt selber nicht, aber ich halte mich fest, bis ich wieder alleine gehen kann und dann brauche ich die Regel nicht. Deswegen haben wir auch bei uns ein Mindesthaltbarkeitsdatum für die Regeln, weil es nicht um die Regel geht, sondern um das Miteinander und das Neudenken. So, gibt es noch weitere Fragen? Oder nochmal vielen Dank auch für die Rückmeldung. Im Chat wird auch nochmal gedankt für deine Offenheit, aber es gibt scheinbar keine weiteren Fragen. Okay, dann komme ich jetzt mal zu meinem Ende. Ich schalte euch nochmal stumm, damit man das nochmal anständig hören kann. Also, die Frage ist, wie lebe ich Helfer? Ich lebe Helfer mit allem, was ich kann. Ich nehme Hilfe in Anspruch, genauso wie ich Hilfe gebe. Momentan ist es so, dass ich mehr gebe als nehme, weil die Menschen brauchen das momentan. Dadurch mache ich mich aber kaputt und ich weiß das auch. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen selbstständiger werden, dass die Menschen aus ihrer Passivität rauskommen und dass sie in die Aktivität kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht Frag den Kell machen müssten, sondern indem wir so viele offene Sendungen hätten, dass ich nicht mehr die Arbeit machen müsste, das zu tun. Und dass man ab und zu mal mich einladen kann oder eben nicht, muss ja nicht. Ne? Aber dass man ab und zu mal macht. Ich würde mir wünschen, dass Programmierer mir die Arbeit abnehmen würden. Und ich würde wünschen, dass die Idee, und zwar die echte Idee, dass die weitergegeben werden würde, nicht weil ich ständig Werbung dafür mache, sondern weil wir das alle machen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute aus sich heraus sagen würden, du, ich will dein Geld nicht haben. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute versuchen würden, so zu leben. Und ich habe jetzt die Bibel zitiert und vielleicht nochmal ein kleines Zitat. Wenn wir raus aus der Angst wollen, wenn wir raus wollen aus dem, was wir momentan leben, und das ist die pure Angst, dann müssen wir vielleicht mal eher wie die Vögel sein. Und das sagte Jesus auch irgendwann mal. Bitte nochmal, das ist nur, weil ich das besser kenne, ne? Weil ich, mein Vater hat sehr oft darüber geredet, deswegen habe ich da sehr viele Beispiele. Das haben aber auch andere gesagt. Schaut euch die Vögel an. Sie haben keine Angst, dass sie am nächsten Tag nichts zu machen, dass sie zu fressen kriegen. Sie leben. Sie leben einfach. Natürlich müssen wir uns auch ein bisschen, ne, um die Zukunft gucken, dass wir in eine richtige Richtung gehen. Ne, auch der Vogel muss gucken, dass er nicht aus Versehen in den Norden fliegt im Winter, sondern eher in den Süden. So. Aber, und das ist auch ganz wichtig, keine Angst haben. Ihr könnt ohne das Ganze leben. Außer ihr habt einen so hohen Standard, dass ihr die nicht anders kriegt als das, was ihr braucht. Aber wenn wir anfangen, die Welt zu verändern, werden wir sehen, dass das Leben weitergeht. Ich habe irgendwann mal, und so ist die Geschichte auch ein bisschen entstanden, ich habe als Jugendlicher, habe ich eine Woche auf der Straße gelebt. Eine Woche. Ich hatte damals als Jugendlicher einen Wunsch, ich wollte 2 Millionen auf der Bank haben. Damals war es noch D-Mark, später als der Euro kam, habe ich genau wie alle anderen gemacht, 1:1 übernommen. Für die Leute, die nicht mehr wissen, Euro, D-Mark, was ist das? Damals war der Umwechselkurs 2 Mark, 1 Euro, eigentlich. Aber die Preise sind gleich geblieben, also daher. Aber dann war ich auf der Straße eine Woche und ich hatte nichts, ich hatte wirklich gar nichts. Aber das stimmt nicht. Ich hatte Freunde. Und diese Freunde haben mich eingeladen und ich durfte bei denen schlafen. Ich hatte nicht den besten Platz, aber ich hatte einen Platz. Und da habe ich gesehen, was wirklich zählt. Die Frage ist, was zählt? Warum leben wir? Man hat uns erklärt, 2 Millionen auf der Bank ist wichtig, ist cool, ist Sicherheit. Die haben uns erklärt, dass wir ohne das nicht leben können, dass wir davon nichts zu essen haben und so weiter. Ich habe daraufhin Wirtschaftsinformatik studiert, also auch Wirtschaft. Bis ich kapiert habe, was die Wirtschaft macht. Und in dieser einen Woche habe ich gemerkt und gespürt, dass Geld mich nicht rausgeholt hätte. Aber meine Freunde, die Güte der Menschen, die mich unterstützt haben. Und zwar egal wo. Und jeder, der sich auf dieses Experiment einlässt, in einer reicheren Gegend natürlich bitte,
Aber jeder, der sich auf dieses Experiment einlässt, der mit Liebe vorangeht, nicht durch Betteln, sondern durch die Liebe von dem Inneren, dem wird geholfen. Und der überlebt. Und zwar viel länger, als er gedacht hätte. Meine Art zu leben ist Helfer. Ich gebe mir Mühe, so weit wie möglich anständig zu handeln. Bin ich perfekt? Niemals. Aber das müssen wir nicht. Aber wenn wir es schaffen wollen, müssen wir alle zusammenhalten. Und wenn ich sage alle, dann meine ich die Bösen, die Guten, die im Norden, die im Süden, die im Westen, die im Osten. Wenn wir zusammenhalten wollen, wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir unsere eigenen Fehler eingestehen und auch die der anderen. Und ich gestehe sie ein. Ich bitte um Entschuldigung immer wieder. Und wenn wir die neue Welt haben wollen, dann müssen wir einen Schritt aufeinander zugehen. Denn Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß noch. Bis nächste Woche zu Frag den Kerl. Stellt eure Fragen, ich werde versuchen, sie so weit wie möglich zu beantworten oder wir werden darüber sprechen. Vielleicht laden wir auch demnächst irgendwelche Leute ein, mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Das werden wir sehen. Aber wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch noch alles Gute, viel Spaß noch, euer Kerl. Ciao.